Nancy Faeser will große Äpfel verbieten. Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Huch, ein Apfelverbot? Nun nicht direkt und sorry für den reißerischen Titel. In Wahrheit geht es um die von Faeser und anderen geforderten Messerverbote und um die Apfel-Challenge von Tactical Dad. Dann kommt noch ein Solingen-Rant. Sorry, ich kann nicht anders. Ja. Aber zuerst mal zu Tactical Dad. Tactical Dad ist seine Sammlung durchgegangen und hat festgestellt, er hat eigentlich fast keine Messer, die kürzer als 6,1 cm sind. Selbst sein Schweizer Taschenmesser ist zu lang. Er hat wirklich nur ein kleines Messerchen gefunden, das den Nancy-Test besteht und es mal praxisnah an einem Granny Smith getestet. Nun ja, mit so einem kurzen Messer einen Apfel zu zerschneiden, ist nicht leicht. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem gefunden. Wir müssen endlich aufhören, große Äpfel zu essen. Ein kleiner Apfel, ja, der lässt sich auch mit einem kleinen Messer gut schneiden, wie ich noch zeigen werde. Ja, meine Messersammlung ist nach 50 Jahren recht stattlich geworden und ich habe auch etliche Messer, deren Klinge kurz genug für die Nancy ist. Hier ist meine Auswahl. Ja, aber leider sind nur ein Teil davon Nancy-kompatibel. Diese beiden hier, die will die Nancy komplett verbieten, weil es Springmesser sind. Ich müsste sie zerstören oder abgeben, wie alle meine anderen im Moment legalen Springmesser auch. Ja, weil sie ja so gefährlich sind. Führen dürfte ich sie auch heute übrigens nicht. Diese Messer hier dürfen auch bereits heute nicht mitgenommen werden. Die haben zwar ganz kurze Klingen, aber sie sind ebenfalls extrem gefährlich, weil es Einhandmesser sind. Ne? Oder in diesen Fällen sollte man vielleicht eher Zweifingermesser sagen. Nur diese Messerchen hier dürfte ich in Zukunft noch mitnehmen, wenn die Nancy ihren Willen bekommt. Ja, seit 50 Jahren habe ich eigentlich immer ein Messer in der Tasche. Also dieses Modell hier, ja, das ist ein Gerber Made in Seki City in Japan. Das ist seit über 40 Jahren in meinem Besitz und ich habe damit unzählige Pakete geöffnet. Zähe Schnitzel geschnitten, wenn es kein scharfes Messer gab im Restaurant. Ich habe Bindfäden damit durchtrennt und ja, auch Obst zerteilt. Das geht ganz gut. Also von wegen, niemand braucht ein Messer. Ich schon. Nicht jeden Tag, aber oft genug. Nancy, die will mir nun verbieten, dieses kleine Messerchen weiterhin in der Tasche zu haben, denn die Klinge ist zu lang. Ja? Dasselbe gilt übrigens auch für mein Opinel Nummer 8, ja? Und auch für mein schönes Böker Slipjoint. Alle Klingen sind zu lang. Pechsache. Also versuchen wir es mal, mit diesem Nancy Faeser-kompatiblen Messer meinen Apfel zu zerteilen. Ja. Also wie man sieht, das geht so einigermaßen nicht gut, weil die Klinge wirklich sehr kurz ist, selbst für diesen Apfel. Aber es geht. Ja, also sicher, die großen Äpfel, die sind meistens auch leckerer. Aber hey, was tut man nicht alles, damit wir in diesem Land wieder sicher sind vor den Messerstechern? Jetzt mal im Ernst, was stimmt denn mit Leuten in der Politik, bei der Polizei und in der Presse nicht? Da ermordet ein islamistischer Terrorist im Auftrag des IS wahllos unschuldige Menschen mit einer 20 cm langen Klinge. Und das soll in Zukunft verhindert werden, weil ich mein kleines Taschenmesser nicht mehr tragen darf? Also dieser Terrorist, der hätte während der Veranstaltung gar kein Messer tragen dürfen. Denn auf solchen Festen gilt ein komplettes Verbot sämtlicher gefährlicher Gegenstände. Kein Schraubenzieher, kein Hammer, nichts darf man dort tragen. Erst recht kein 20 cm langes Messer, denn das unterliegt natürlich generell dem Führverbot des § 42a Waffengesetz. Wie kann irgendjemand glauben, dass diese Menschen sich für ein Führverbot interessieren? Die pfeifen doch darauf. Ja? Aber schauen wir doch mal, wer genau diese Verbote fordert und warum eigentlich. Na, den Anfang, den machen unsere Politiker natürlich. Die Innenminister der Länder und die Nancy, die sind sich in diesem Punkt einig. Einfach alle Messer verbieten, dann sind wir wieder sicher. Jetzt aber ganz ehrlich, natürlich wissen diese Leute, dass das totaler Quatsch ist. Aber für sinnvolle Maßnahmen ist entweder kein Geld da oder man würde gegen die Dogmen der entsprechenden roten oder grünen Parteien verstoßen. Also greift man zur Symbolpolitik. Ja,
ja, den Deutschen die Taschenmesser zu verbieten? Das kostet ja nichts. Und die Stammklientel, die regt sich darüber nicht auf. Ja, die Medien. Ach ja, die Medien. Mir scheint, dass heutzutage fast alle großen Magazine und Zeitungen zum Sprachrohr der Regierung geworden sind. Ja, meinungsstark wollen sie jetzt alle sein. Und nicht mehr objektiv, so wie früher. Früher wollten die objektiv sein. Allerdings handelt es sich in aller Regel wohl eher um die Meinung der Regierung, die man lauthals propagiert. Also ich glaube, Rudolf Augstein, der hat sich nicht nur einmal im Grab umgedreht, angesichts dessen, was aus seinem Spiegel geworden ist. Ich glaube, der befindet sich wohl eher im Dauerdreh, so wie ein horizontaler Dönerspieß im Sarg. Traurig. Ja. Was mich besonders aufregt, was mich wirklich besonders aufregt, das ist die Polizei. Natürlich, beide Polizeigewerkschaften unterstützen Nancys Verbote. Ne? Die wollen jetzt sogar ein totales Messerverbot in der Öffentlichkeit. Die Medien tun so, als ob das nun die Sache besiegelt. Ja, wenn die Polizisten ein Messerverbot für sinnvoll halten, dann muss das ja das Richtige sein. Immerhin wissen die, wovon sie reden, oder? Ich will mal eines klarstellen. Zu denken, dass Polizeigewerkschaften die Sicherheit der Bevölkerung zum Ziel haben, das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, ihr erinnert euch ja noch, alle Jahre wieder, die würde mit ihren Streiks eine Steigerung des Bruttosozialprodukts erreichen wollen, anstelle von einfach nur mehr Kohle für die Lokführer herauszuschlagen. Hallo? Das sind Gewerkschaften und die kämpfen nur für ihre Mitglieder. Alle anderen sind ihnen shit egal. Das ist nun mal ihr Job. Ja, dafür werden sie auch bezahlt. Es geht den Polizeigewerkschaften nur um die Sicherheit der Polizisten, nicht um die Sicherheit der Bürger. Klar, wenn niemand mehr irgendetwas mitnehmen darf, das man als Waffe verwenden kann, dann ist das für die Polizisten erstmal sicherer. Ja? Und wenn sie dann noch filzen dürfen, wen und wo sie wollen, umso besser. Hausdurchsuchung ohne richterlichen Beschluss, na klar. Verhaftung nach Belieben, ohne diese lästigen Haftprüfungen. So stellen sich manche Polizeigewerkschaftler das wohl vor. Na, etwas überspitzt gesagt, muss ich einräumen. Ne? Ich will auch nicht zu sehr hetzen dagegen. Das hatten wir aber alles schon mal in Deutschland. Ne? Im Osten sogar zweimal in den letzten 100 Jahren. Ja, gegen Tagediebe, da hat es wahrscheinlich geholfen. In der Bevölkerung war diese Polizei aber nicht sehr beliebt, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, und so empfiehlt die Polizei Berlin, auch zu Verteidigungszwecken sollen Waffen, wie zum Beispiel Messer etc., nicht mitgeführt werden. Aha, wir sollen also wehrlos sein. Das ist ganz sicher nur zu unserem Besten. Die Angreifer können uns auf diese Weise einfach schneller töten. Also wenn wir schon abgemeuchelt werden, dann soll es wenigstens rasch vorüber sein. So ein bisschen ist ja auch wesentlich gnädiger. Wenn der Angreifer unverletzt bleibt, dann gibt es immerhin einen Verletzten weniger. Das ist gut für die Statistik, schon klar. Aber, liebe Freunde, jetzt kommt das Beste. Die Polizei Berlin ist nämlich so freundlich, uns mitzuteilen, was wir denn dann antun sollen, unbewaffnet, um einen Messerangriff zu überleben. Ja? Fangen Sie laut an zu singen. Also besser hätte es auch ein Walter Mörs nicht sagen können. Ne? Sein Fordern Sie den Kellner zum Schwanzvergleich und rollen Sie sich sanft ab, wenn man Sie auf die Straße wirft. Das bleibt unvergessen. Aber die Polizei Berlin, die meint das ganz ernst mit dem Singen. Wir sollen dem Allahu Akbar brüllenden Terroristen mit Heideröschengesang ins Messer laufen. Also das ist so dämlich. Das kann man sich nicht ausdenken. Also wir sollen zu Schafen werden, zum Schlachtvieh. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich meine, auch wenn mich das jetzt sehr unbeliebt macht, die Regierung sollte endlich die Probleme an der Wurzel anfassen, anstelle idiotische Symbolpolitik zu betreiben. Wer ausreisepflichtig ist, der muss entweder ausreisen oder in den Knast. Also ich bin steuerpflichtig, wie wohl die meisten von uns. Ne?
Und ich muss ja auch entweder die Steuer bezahlen oder, ganz richtig, ab in den Knast. Warum misst man hier mit zweierlei Maß? Die dürfen das Gesetz brechen? Ich nicht. Das verstehe ich nicht. Unsere Grenzen, die müssen unbedingt dicht gemacht werden. Entweder auf der Ebene der EU oder, wenn das nicht möglich ist, eben in Deutschland. Unsere Grenzen müssen wieder dicht sein. Und mit dicht meine ich auch dicht. Ich sehe nicht, wie das anders weitergehen soll. Ich jedenfalls. Ich rate euch, wehrhaft zu bleiben und im Rahmen der gültigen Gesetze Vorsorge zu tragen. Ganz egal, welcher Waffe ihr vertraut. Messer, Pfefferspray, Rettungshammer, Zimmermannshammer, ich weiß es nicht. Nehmt was mit. Vielleicht rettet es euch eines Tages oder ihr könnt andere damit retten. Die Polizei jedenfalls kann euch nicht schützen, wie man jeden Tag sehen kann. In Mannheim, in Solingen und anderswo. Dieses Messerverbot muss jedenfalls verhindert werden. Deshalb tretet in den VDB ein. Mit 3 € im Monat könnt ihr dazu beitragen, dass unser Gesetz nicht noch schlimmer wird, als es ohnehin schon ist, und verhindern, dass wir alle endgültig zu Schafen werden. Danke und bye bye.